Servus Leute, hier ist der Anders Hügel und heute bei meinem 1x1 habe ich die Episode Esmine vs. Claymore. Ja, die große Frage, was ist besser, was kann man besser ausweichen, was hält welcher Perk bei welchem Equipment aus? Ich habe gedacht, ich teste es mal einfach mit meinen Leuten. Und ja, die Esmine, für die englische Version haben, nennt sich Bouncing Betty. Ich habe als erstes mal den Test gemacht, der sich darauf bezieht, wie man am besten diesen Dingern ausweichen kann. Und den ersten Test, da seht ihr mal, wie man denn am besten so einer Bouncing Betty auch ausweicht. Und zwar ist es ziemlich einfach. Ihr müsst eigentlich, wenn ihr losrennt und ihr hört dieses Klicken der Bouncing Betty, Leute, bitte zerschießt mal das Auto. Ja, sehr gut gemacht. Gut, ja. Weil nicht, dass das Auto jetzt diesen Explosionsschaden hier vermindert. So, und ihr müsst genau, wenn es klickt, euch hinlegen. Dann kann die Bouncing Betty nämlich hochgehen und es passiert überhaupt nichts. Ja, das ist ein recht guter Trick. Vielleicht könnt ihr ihn intus haben oder merkt ihn euch einfach, wenn ihr das Klicken Bouncing hört, einfach hinlegen und schon seid ihr der ausgewichen. Der nächste Test ist mit der Claymore. Gehen wir gleich mal zur Claymore hin und schauen uns das Ganze mal an. Wichtig ist bei der Claymore, die löst ein bisschen anders aus wie die Bouncing. Also von dem her müsst ihr da ein bisschen anders vorgehen. Und zwar müsst ihr so vorgehen, wenn ihr das Klicken der Claymore hört, müsst ihr versuchen zu springen. Also springen und dann hinlegen müsst ihr euch nicht unbedingt, aber ihr müsst auf jeden Fall springen und euch hinlegen. Nicht unbedingt, aber ihr müsst auf jeden Fall springen, wenn das Klicken kommt. Ja, das war jetzt alles ohne irgendwelche Zusatzperks, die gegen Explosionsschaden etc. pp. Sind. Wir gucken uns das Ganze jetzt mal mit einer Klasse an, in der ich Stalker Pro habe. Und zwar Stalker Pro macht ja, dass die Claymore, die Bouncing, alles, was ja dementsprechend explosionstechnisch ist, verzögert ist. So, jetzt erstmal hier Anlaufschwierigkeiten. Die Leute müssen mal eine hinlegen. Achtung, jetzt passt mal auf. Das Ding geht hoch und ja, extreme Verzögerung. Also ihr habt wirklich eine sehr, sehr lange Verzögerung bei der Bouncing. Also bei der S-Mine. Gucken wir uns jetzt einfach nochmal das Beispiel an mit der Claymore. Dann könnt ihr das gleiche nochmal sehen, aber es wird das allerselbe in grün passieren. Und zwar nichts. Das heißt, es geht sehr, sehr spät hoch. Von dem her kann man da ganz klar mal sagen oder vom Urteil her sagen, das Perk Stalker ist natürlich für explosionsartiges Equipment echt super. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal mit dem Perk Blast Shield Pro an. Und zwar Blast Shield Pro bewirkt ja, dass der Explosionsschaden geringer ist. Das heißt, wir gucken, wir laufen jetzt einfach mal hier an dieser Bouncing vorbei. Bam. Und es passiert natürlich, dass ihr schönen Schaden habt, aber ihr sterbt nicht. Also das ist auf jeden Fall mal drinnen. Ihr sterbt definitiv nicht. Das ist schon mal gut. Jetzt gucken wir uns das Ganze noch mit einer Claymore an. Ich regeneriere mich jetzt erstmal hier. Und die Leute müssen mal eine Claymore platzieren. So. Bei der Claymore genau das gleiche, der Schaden ist dementsprechend hoch, aber euch passiert nichts weiter, dass ihr natürlich nur den Schaden bekommt, der aber dementsprechend nicht sehr stark ist. Also ihr könnt mit Blast Shield dementsprechende Bouncing und auch eine Claymore überleben. Jetzt ist natürlich die große Frage, was ist besser, um Räume abzusichern? Ich sag mal so, das ist schon ziemlich schwierig, was nehme ich wann, warum nehme ich das? Und ich habe da wirklich lange überlegt, was besser wäre. Ihr seht jetzt hier mal einen Test mit der Claymore. Die ist direkt am Eingang platziert, hier könnt ihr sehen, zack, die wird ausgelöst. Man kann aber ziemlich gut drüber wegrennen. Es kommt aber auch darauf an, wie die Claymore platziert ist, finde ich. Wenn eine Claymore dementsprechend einen Raum platziert ist, wo auch sehr, sehr viel Deckung vorhanden ist, kann die Claymore manchmal meiner Meinung nach auch besser sein. Das muss man einfach wissen. Und jetzt hier mal den fetten Multi-Bam für die ganzen Leute, die hier mitgemacht haben. Und yes! Nein, Spaß, ich muss ja die Leute immer töten, damit sie wieder ihr Equipment nachfüllen können. Jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal mit einer Bouncing an. Und zwar sollte diese jetzt mal in der Mitte des Raumes platziert werden, die Bouncing. Und dann laufe ich mal in den Raum rein und zeige euch das Ganze mal mit eben dieser Bouncing Betty. So, Achtung. Jetzt passt mal auf, ihr seht die Bouncing. Ihr müsst natürlich euch hinlegen in diesem Moment, aber da finde ich die Bouncing einfach besser, weil man kann nicht einfach drüber wegrennen, weil sie einen 360-Schaden hat. Das heißt, sie geht in alle Richtungen. Das ist natürlich was, was man dementsprechend beachten muss, wenn man die Bouncing platziert. Ist eine schwierige Situation, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich nicht
ganz der Fan von der Bouncing bin, weil man kann sie nicht so toll platzieren wie die Claymore, finde ich, aber es macht schon extrem Spaß, damit einfach mal so in die Ecke zu werfen, dieses Ding. Und wir gucken jetzt einfach mal, was für einen Schaden die Bouncing hat. Und zwar guckt euch das mal an. Ich habe jetzt hier mal allen Leuten gesagt, die sollen mal in meine Bouncing reinrennen. Und die sind ja zu 5 Leute müssen es sein oder 6. Und jetzt passt mal auf, Achtung, die laufen alle rein und boom. Tja. Das ist, wenn ihr mal einen so geilen Clip seht und dieser passiert wirklich, das wäre natürlich ultra mega nice, wenn das wirklich passiert. Ja, das ist auf jeden Fall die extreme Macht der Bouncing Betty, die ja 360 Grad Schaden hat. Und das kann man auch so dementsprechend sagen, dass die Bouncing Betty im Vergleich zur Claymore wieder ein neues, naja, ein neues Equipment darstellt. Und ich finde es einfach sehr, sehr cool gemacht, weil man hat da dementsprechend auch einiges an Möglichkeiten mit der Bouncing Betty, diese zum Beispiel direkt auf eine Flagge zu platzieren oder ähnliches. Ja, wären jetzt hier die lustigen Clips nochmal laufen der Aufnahme, hätte ich gesagt, ich verabschiede mich und wir hören uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, die Tipps haben euch gefallen. Ich finde es ein bisschen schwierig zu entscheiden, was besser ist. Man muss es einfach fühlen, aber ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ihr trotzdem so einen Einblick bekommen habt, was für euch vielleicht besser ist. Und dann hätte ich gesagt, wir hören uns beim nächsten Mal. Servus, Leute.